willkommen zu meinem neuen Video. Heute in einer ungewohnten Umgebung. Und zwar sind wir gerade im Holland-Urlaub. Und eigentlich wollten wir die ganze Zeit nur am Pool rumhängen oder am Strand gehen, weil unser Hotel ist mega cool, weil das hat einen mega großen Pool und ist nur ein paar Meter vom Strand entfernt. Also Besseres gibt es gar nicht, außer es regnet die ganze Zeit. Und deshalb haben wir so Städtetrips gemacht. Und aber ich wollte noch kurz zum Hotel was sagen. Und zwar, für die, die es interessiert, ich blende am Ende noch ein paar Bilder von unserem Hotel ein, weil das ist so schön in so einem schönen Stil gehalten. Und zwar ist das so ein amerikanischer Lodge-Stil und oh, ich liebe Amerika so. Und weil es so viel regnet, haben wir bis jetzt schon ganz viele Städtetrips gemacht. Und da habe ich ziemlich fett geshoppt und mein ganzes Babysitter und Taschengeld ausgegeben, was ich eigentlich für einen Schminktisch sparen wollte, aber die Klamotten waren viel zu cool, deshalb habe ich das lieber in Klamotten investiert. Und dann fangen wir mal an mit Hard Rock Café und das habe ich eigentlich schon an. Und zwar einfach dieses normale Shirt und da steht halt Amsterdam drauf, weil den ersten Tag waren wir in Amsterdam und dann habe ich mir das T-Shirt geholt. Außerdem habe ich bei Brandy Melville was in Amsterdam gekauft. Und by the way, Amsterdam ist mega süß mit den kleinen Cafés und außerdem kann man so mega gut dort shoppen, weil da gibt es eine ganz lange Shoppingstraße mit Forever 21 und so. Aber bei Forever 21 habe ich leider nichts gefunden, aber vielleicht findet ihr ja was, wenn ihr mal in Amsterdam seid. Und kommen wir zurück zu Brandy Melville, weil das ist mein Lieblingsstore und da gibt es so süße Sachen bei Brandy. Und zwar zuerst habe ich mir ein rot-weiß gestreiftes T-Shirt gekauft und das ist One Size. Also das passt eigentlich eben dann. Dann habe ich mir ein Colorado-Shirt gekauft, weil ich war in Colorado, als ich in Amerika war und deshalb durfte das mit und oh, das ist so schön. Und ich habe mir das lange gekauft, weil das kurze hätte 21 Euro gekostet und das hat jetzt nur 18 Euro gekostet. Deshalb habe ich mir das lange mitgenommen, weil das kurze. Also beim kurzen kann man das eh nicht in die Hose stecken und wenn ich das in die Hose stecken will, dann kann ich das in die Hose stecken, deshalb. Und dann habe ich mir noch einen Pulli mitgenommen und zwar da. So, so sieht der aus, falsch rum. So, und der hat halt hier noch so weiße Streifen und fällt ein bisschen lockerer an den Armen, was ich ganz cool finde. Und ja, das war's zu Brandy Melville, weil Brandy Melville ist echt teuer, finde ich persönlich. Da kann man sich nicht immer so viel kaufen. Deshalb habe ich mir jetzt nur drei Sachen mitgenommen. Und dann waren wir noch in Rotterdam und da habe ich den Laden America Today gesehen. Und das war voll witzig, weil meine kleinen Geschwister mussten auf die Toilette. Und ich musste halt vor dem America Today warten und dann habe ich mich so umgeguckt und habe so gesehen, die haben voll geile Sachen und die sind gerade mega im Sale. Deshalb war ich dort richtig fett shoppen und der Laden ist eigentlich voll cool. Ich verstehe gar nicht, wieso ich den in Deutschland noch gar nicht gesehen habe. Und deshalb zeige ich euch jetzt mal, was in dieser fetten Tüte drin ist. Ich habe die Tüte jetzt mal wieder hier hingestellt, weil die ist echt groß und dann seht ihr mich ja gar nicht mehr. Und ich greife da jetzt einfach mal rein. Und das erste, was ich hier sehe, ist umgedreht. Warte, ich drehe das schnell um. Und zwar ist das dieses coole T-Shirt. Das ist einfach grün-weiß gestreift und das ist ein bisschen eng anliegender, was mich aber jetzt nicht stört. Und ja, ist einfach so ein grün-weiß gestreiftes T-Shirt. Dann habe ich so ein T-Shirt gekauft, das hat halt so Löcher und das kann man super gut mit so einem Rip-Shirt tragen, also wenn man das so drunter trägt und ich fand das mega cool, die Vorstellung davon und deshalb durfte das auch mit. Okay, dazu habe ich mir ein schwarzes Rip-Shirt gekauft, weil ich habe mir dasselbe noch in schwarz gekauft, also dasselbe weiße Teil wie in schwarz, also so. Ich weiß gerade nicht, wo hinten und wo vorne ist. Ah, da. So. Ist jetzt alles umgedreht, leider. Weil ich habe das angeprobiert. Und dazu habe ich mir dieses Rip-Shirt gekauft. Dann, das war ein kleiner Fail, weil ich wusste schon im Laden, dass das mir wahrscheinlich zu groß sein wird. Aber ich fand das so süß, dass ich es mitgenommen habe. Und ich habe es im Laden nicht anprobiert. Deshalb
war das so ein kleiner Fell und das ist mir echt zu groß. Und zwar ist es das Shirt hier. Das hat einfach hier vorne noch die Schnürungen und das ist mir einfach zu groß. Aber das war auf, das hat jetzt nur noch 3 Euro oder so gekostet. Deshalb ist das jetzt nicht so schlimm, das ist mir jetzt nicht passt. Vielleicht wachse ich da ja rein. Und dann habe ich noch dieses süße Shirt gesehen. Und zwar ist das einfach ein weißes Basic-Shirt. Und dann hat das hier noch so einen coolen rosa Rand und die Nähte sind auch rosa. Und ich liebe rosa. Und dieses Shirt ist auch so cool. Ja. Und das war's. Oh, nee. Was ich mir dann noch gekauft habe, sind Oreos. Und zwar 3 Stück eigentlich, aber... Die habe ich schon aufgegessen, also mit meiner Familie natürlich haben wir die schon aufgegessen, weil das war so eine Aktion, dass die Oreos billiger waren, wenn man 3 Stück gekauft hat. Deshalb haben wir uns 3 Oreos gekauft. So, das war's jetzt auch schon mit meinem kleinen Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und für die, die es jetzt noch interessiert, blende ich jetzt noch ein paar Bilder ein von unserem Hotel, weil das ist echt cool. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.